Dieser Film dient dazu, den Benutzer mit dem Dräger XM2500 vertraut zu machen. Er dient nicht als Ersatz für die Gebrauchsanweisung, die mit dem Gerät mitgeliefert wird. Bevor wir in die Bedienung des Dräger XM2500 einsteigen, möchten wir Ihnen zunächst einen kleinen Überblick geben, wo sich was befindet. Das Dräger XM2500 ist handlich und äußerst robust. Das Dräger XM2500 kann bis zu 4 Gase gleichzeitig detektieren. Es ist mit einem Matrix-Display ausgestattet. Unter dem Display befindet sich die Plus-Taste sowie die OK-Taste. Über dem Display ist eine Hupe verbaut. Links und rechts sowie im oberen Bereich am Gerät befinden sich die LEDs, die rot leuchten können. Hier oben befinden sich ein Steckplatz für den katalytischen X-Sensor und 3 für die elektrochemischen XXS-Sensoren. Sie können das Dräger XM2500 sowohl mit Nickel-Metall-Hydrid-Akkus als auch mit Alkali-Batterien betreiben. Sollte Ihr Dräger XM2500 mit Akkus betrieben werden, können Sie es in einem Lademodul aufladen, welches auch im Kfz zusammen mit der Kfz-Ladehalterung genutzt werden kann. Legen Sie das Gerät dazu in das Lademodul. Solange die rote LED blinkt, wird das Gerät aufgeladen. Die permanent leuchtende LED zeigt, das Gerät ist vollständig geladen. Der Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden. Zum Einschalten des XM2500 drücken Sie 3 Sekunden lang die OK-Taste. Im Display sehen Sie jetzt einen Countdown. Nach erfolgreichem Anschalten blinken die LEDs und der Vibrationsalarm pulsiert. Das Gerät beginnt mit der Startsequenz und ein automatischer Selbsttest wird durchgeführt. Der Selbsttestbildschirm zeigt die installierte Softwareversion, die Sondersymbole, die Anzahl der Tage bis zur nächsten Kalibrierung, die Alarmschwellen, die TWA- und Stellalarmschwellen. Um das Dräger XM2500 auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang gemeinsam die Plus- und die OK-Taste. Der visuelle Alarm blinkt, der akustische Alarm gibt einen Ton, wodurch das Ende der Abschaltsequenz angezeigt wird. Mit der Funktion Frischluftjustage stellen Sie den Sauerstoffkanal auf 20,9 Volumenprozent sowie die Sensoren auf 0. Stellen Sie sicher, dass Sie in einem Bereich mit reiner Luft sind, wenn Sie die Frischluftjustage ausführen. Drücken Sie dreimal kurz die Plus-Taste. In der Menü-Auswahlleiste sehen Sie jetzt dieses Symbol. Drücken Sie jetzt die OK-Taste. Das Menü Frischluftjustage wird aufgerufen. Die tatsächlichen Werte werden jetzt blinkend angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste. OK wird im Display angezeigt. Die Frischluftjustage ist jetzt beendet. Beginnen wir mit dem Konzentrationsvoralarm A1. Die Alarmschwelle können Sie mit der PC-Software CC Vision verändern. Der A1-Alarm ertönt, wenn eine Konzentration höher ist als der Normwert, aber noch keine akute Gefahr besteht. Der akustische, der optische und der Vibrationsalarm wiederholen sich periodisch. A1 wird im Wechsel mit der Gaskonzentration angezeigt. Ein A1-Alarm kann durch Drücken der OK-Taste quittiert werden. Der Alarm erlischt automatisch, wenn die Konzentration unter die definierte Alarmschwelle gefallen ist. Achtung! Wenn dieser Alarm ertönt, verlassen Sie umgehend den Gefahrenbereich. Der A2-Hauptalarm signalisiert Lebensgefahr. Es ertönt ein akustischer Doppelton. Der optische und der Vibrationsalarm wiederholen sich periodisch. Im Display wird A2 angezeigt. Einen A2-Hauptalarm können Sie nicht quittieren. So erkennen Sie einen Stellalarm.
Der akustische, optische und der Vibrationsalarm wiederholen sich periodisch. Im Display blinkt rechts das Symbol für Stell, links wechseln sich die Gaskonzentrationen und das Kürzel A2 ab. Auch hier müssen Sie sofort den Gefahrenbereich verlassen. Das Quittieren des Alarms ist nicht möglich. Bei einem TWA-Alarm wiederholen sich ebenfalls der akustische, der optische sowie der Vibrationsalarm periodisch. Das Symbol für TWA blinkt in der rechten Displayhälfte. A2 wird im Wechsel mit der Gaskonzentration angezeigt. Sie müssen sofort den Gefahrenbereich verlassen. Das Quittieren des A2-Alarmes ist nicht möglich. Die TWA- und Stellwerte werden gelöscht, sobald das Gerät zurückgesetzt wird. Hat die Batterie oder der Akku Ihres Dräger XM2500 noch eine Restlaufzeit von ca. 20 Minuten, löst das Gerät einen Batterievoralarm aus. Der akustische, optische und der Vibrationsalarm wiederholen sich periodisch. Unten rechts blinkt das Batteriesymbol auf. Sie können den Alarm mit der OK-Taste quittieren. Der Batteriehauptalarm signalisiert durch den akustischen, den optischen und den Vibrationsalarm das Ende der Batteriekapazität. Ein Countdown im Display zählt von 10 herunter, danach schaltet sich das Gerät von selbst aus. Erscheint neben dem akustischen, optischen und Vibrationsalarm dieses X-Symbol im Display, liegt ein Gerätalarm vor. Sie können den Alarm mit der OK-Taste quittieren, jedoch bleibt das X-Symbol weiter im Display stehen. Arbeiten Sie mit einem anderen Gerät weiter und geben Sie das Gerät mit der Fehlermeldung dem Service. Einen Overrange-Alarm, also einen Alarm wegen Messbereichsüberschreitung, erkennen Sie an dem akustischen, optischen sowie Vibrationsalarm und diesem Symbol im Display, welches sich mit dem A2-Hauptalarmsymbol abwechselt. Die Umgebungsluft weist Konzentrationen auf, die über dem Messbereich des jeweiligen Sensors liegen. Auch hier gilt: Verlassen Sie sofort den Gefahrenbereich. Dieser Alarm ist nicht quittierbar. Bei einer Messbereichsunterschreitung, einem sogenannten Underrange-Alarm, wiederholen sich akustischer, optischer und Vibrationsalarm. Im jeweiligen Messfeld im Display wird das Symbol für Underrange eingeblendet. Das bedeutet, der Messwert ist in den negativen Bereich gefallen. Dieser Fall kann zum Beispiel auftreten, wenn eine Frischluftjustage in einem Bereich durchgeführt wurde, in der bereits Konzentrationen vorhanden waren. Bitte führen Sie sofort eine Frischluftjustage in einem Frischluftbereich durch. Dieser Alarm ist nicht quittierbar. Die Fehleranzeige wird mit dem X-Symbol oben rechts im Display angezeigt. Drücken Sie 3 Sekunden auf OK. Jetzt sehen Sie auf dem Display einen Fehlercode. Die Bedeutung dieses Fehlercodes finden Sie im technischen Handbuch, das Sie auf der Produktseite im Internet unter www.draeger.com finden. Durch erneutes Drücken der OK-Taste werden gegebenenfalls weitere Fehlercodes angezeigt. Zum Abbrechen drücken Sie die Plus-Taste. Jetzt ist das Gerät wieder im Messbetrieb. Das Ausrufesymbol rechts im Display verweist auf einen Hinweis. Drücken Sie 3 Sekunden die OK-Taste. Im Display wird ein Hinweiscode angezeigt. Die Liste der Hinweiscodes finden Sie im technischen Handbuch, das Sie auf der Produktseite im Internet unter www.draeger.com finden. Durch erneutes Drücken der OK-Taste werden gegebenenfalls weitere Hinweiscodes angezeigt. Zum Abbrechen drücken Sie die Plus-Taste. Jetzt ist das Gerät wieder im Messbetrieb. Sie können das Dräger XM2500 auch mit einer externen Pumpe für die Freigabemessung in beengten Räumen einsetzen.
Legen Sie dazu das eingeschaltete Messgerät in die Pumpe. Drücken Sie es runter, sodass es hörbar einrastet. Die LEDs an der Pumpe blinken kurz grün, dann kurz rot auf, unterstützt von einem Signal. Die Pumpe startet jetzt automatisch und initialisiert den Flow-Test. Währenddessen blinkt die gelbe LED und ein Signal ertönt. Verschließen Sie jetzt den Ansaugstutzen durch Knicken des Schlauches für 2 Sekunden. Die Flow-LED blinkt rot, ein Dauersignal ertönt. Lassen Sie jetzt den Ansaugstutzen los. Leuchtet die LED jetzt grün, ist das Gerät funktionsbereit. Sie können jetzt mit einer Messung beginnen. Bei nicht erfolgreichem Test blinkt die Flow-LED rot, begleitet von einem Dauerton. Das Dräger XM 2500 verfügt über eine USB-Infrarotschnittstelle. Sie können das Gerät an einen PC anschließen. Sobald Sie beide Geräte verbunden haben, erscheint im Gerätedisplay PC. Sie können jetzt Daten senden oder auslesen, bzw. Einstellungen und Alarmschwellen mithilfe der CC Vision Software, die Sie auf der Produktseite des Gerätes im Internet unter www.draeger.com herunterladen können, verändern. Je nach Bestimmungen oder Richtlinien müssen Sie einen Funktionstest Ihres Dräger XM 2500 durchführen. Mit dem sogenannten Bump-Test prüfen Sie, ob die Gaswege blockiert sind, die Sensoren auf Gas reagieren, die Alarmelemente ausgelöst werden. Legen Sie hierfür das Gerät ein. Die Bump-Teststation erkennt automatisch das Gerät. Jetzt werden die Sensoren automatisch begast. Alarme werden angezeigt. Wenn der Funktionstest korrekt ist, folgt ein blinkendes OK im Display. Der Funktionstest ist dann abgeschlossen. Wenn ein Funktionstest nicht korrekt ist, folgt ein Kanalfehler für den oder die Sensoren. Das Gerät muss kalibriert oder eventuell instand gesetzt werden. Sie können einen Funktionstest auch mit einer Dräger X-Dock-Station durchführen. Legen Sie ein Gerät in das Modul. Beim allerersten Einlegen erkennt die Dräger X-Dock das Gerät und nimmt es automatisch in die integrierte Datenbank auf. Solange der Test läuft, blinkt die LED-Leiste blau. Wechselt die LED-Leiste am Modul auf grün, ist der Test erfolgreich bestanden. Auf dem Touchscreen wird gleichzeitig ein grünes Feld dargestellt. Sie können dieses Feld berühren, um weitere Informationen zu den Testergebnissen zu erhalten. Entnehmen Sie das Gerät.